Nur jeder 20. Mensch der Weltbevölkerung lebte 2018 in einer sogenannten vollständigen Demokratie. Gleichzeitig nimmt aber das Bedürfnis und die Möglichkeiten der politischen Partizipation täglich zu. Die Organisation Mehr Demokratie e.V. ist die größte Nichtregierungsorganisation, die sich für direkte Demokratie einsetzt, weltweit. Die Engagierten arbeiten Kampagnen aus und bieten Beratungen zu Demokratiethemen an. Sie fordern unter anderem einen Bürgerkonvent für eine europäische Verfassung. Bitte begrüßt mit Mia Marie Jünemann von Mehr Demokratie e.V. Danke. Hallo Berlin! Hallo alle, die noch da sind. Wow, man merkt, ihr brennt wirklich für ein Europa für alle. Ich bin Marie Jünemann vom Verein Mehr Demokratie. Wir setzen uns seit 30 Jahren für ein demokratisches Europa ein, für ein Europa von unten. Ich erzähle euch einmal, was mich antreibt, genau hier heute zu stehen. Ich fahre einmal im Jahr in einen Wald und helfe bei der Aufforstung. Dieses hautnahe Erlebnis, die schwere Arbeit, haben meinen Blick auf Naturschutz verändert. Vor Ort im Wald wird einem die Dringlichkeit von Naturschutz bewusst. Wird einem vor Augen geführt, welche Verantwortung man als Einzelner für das Ökosystem besitzt. So ein hautnahes Erlebnis fehlt uns allen in Europa. Die Europäische Union war schon immer bürgerfern. Und wenn die EU nicht langsam mehr an uns Bürger heranrückt, werden einige Bürger immer weiter von ihr abrücken. Wir brauchen jetzt ein Europa vor unserer Haustür. Wir haben seit 2012 ein Instrument in Europa vorgerungen, wie die wir alle heute gehört haben. Für gegen Bienensterben, für Seenotrettung, für ein ökologisches, ein vielfältiges Europa an die Kommission zu adressieren, die Europäische Bürgerinitiative. Doch dieses Instrument ist unverbindlich, es ist ein zahnloser Tiger. Es gab schon Bürgerinitiativen zu unterschiedlichen Themen, Stopp TTIP, gegen Glyphosat oder gegen Wasserprivatisierung. Was ist daraus geworden? Nichts. Und das muss sich ändern. Wir haben die Pläne, wir haben die Konzepte, wir haben die Lösung, das haben wir heute gesehen. Wir brauchen verbindliche Instrumente in Europa, die diese auch umsetzen. Wir brauchen eine starke Demokratie von unten in Europa, ein Europa für alle, ein Europa von allen. Und da müssen wir alle anpacken, um das Europa der Zukunft aufzubauen. Das dürfen wir nicht denen überlassen, die ein friedliches, ein vielfältiges und ein gemeinsames Europa abschaffen wollen. Wir wissen doch genau, was wir verändern wollen. Bei allen Verhandlungen auf EU-Ebene braucht es endlich mehr Transparenz, vor allem bei den Freihandelsabkommen. Wir BürgerInnen haben ein Recht darauf zu wissen, wer auf Politik Einfluss nimmt und was in unserem Namen passiert. Außerdem werden im Moment in Europa wichtige Entscheidungen immer noch von nationalen Egoismen blockiert. Nach fast 30 Jahren Europäische Union geben immer noch nationale Interessen den Ton an. Das muss sich ändern. Das Europäische Parlament muss handlungsfähiger werden. Der Förster des neuen Europas sind wir. Es braucht einen Bürgerkonvent, in welchem die Demokratie in Europa für die Bedürfnisse von uns BürgerInnen entwickelt wird. Europa muss dezentraler werden, muss näher an den Menschen rücken, muss direkt demokratischer und handlungsfähiger werden. All das ist möglich. Wir, die Bürgerinnen und Bürger, haben das Sagen in Europa. Wir können das Europa der Zukunft bauen. Ein Europa der Zukunft ist ein Europa für alle, von allen. Wenn ich mich heute hier umschaue, weiß ich, dieses andere Europa ist möglich. Dankeschön. Vielen Dank, Marie. Dankeschön.